Manchmal ist Fußballspielen wichtiger als erzogen werden. Jetzt geht bald die Fußball-EM los. Wenn ich so schaue, was ein Fußballprofi verdient, das sind Millionen. Und dann denke ich dran, was eine Erzieherin oder jemand, der im Pflegeberuf tätig ist, verdient, ist das ganz gering. Findest du das in Ordnung? Natürlich, wenn man sich fragt, wie soll das gesamtgesellschaftliche Geldvolumen verteilt werden über die Bürgerinnen und Bürger. Also wenn man die Frage Verteilungsgerechtigkeit stellt, ist das klarerweise nicht gerecht. Was wäre dann gerecht? Was ist der soziale Maßstab? Wie bemisst man das? Also ein Kriterium, das in der Philosophie immer verwendet wird, ist ganz einfach so. Man stelle sich einmal vor, dass man in eine Gesellschaft geboren wird und nicht weiß, welche Position man in ihr haben wird. Wird man Erzieherin sein oder wird man Fußballspieler sein? Und dann soll man einmal das Geld verteilen. Dann weiß man, was gerecht ist. Und da man ja nicht weiß, ob man Fußballspieler sein wird oder Erzieherin, wird man das nicht so verteilen, dass die 1 Million kriegen und die anderen 9 Euro die Stunde. Aber unsere Gesellschaft basiert darauf, dass Wirtschaft rentabel ist. Und da gibt es eben auch Berufe, die eben in dieses Cluster nicht hineinfallen. Der Punkt ist ja der, dass die Gehälter, die wir heute kriegen und die gesellschaftlich festgelegt wurden, Resultate sind historischer Verhandlungen, teilweise über Jahrhunderte entstanden sind. Und das kann man nicht einfach so ändern. Letzten Endes sollten alle Menschen ungefähr den gleichen Lebensstandard haben können. Das ist klarerweise das ultimative Kriterium. Und dem müssen wir uns nähern durch geschickte und faire Verhandlungen. Die Erzieher, die sich um die Kinder kümmern, also um unsere Zukunft kümmern, müssen doch viel mehr Geld bekommen als Fußballer, die nur einem Ball hinterherrennen. Ja, aber das verletzt natürlich wieder das Gerechtigkeitskriterium. Ja? Also wenn wir davon ausgehen, dass Geld so verteilt werden sollte nach Funktionen in der Gesellschaft, wenn das alleinige Kriterium wäre, ja, dann wüssten wir gar nicht mehr, wie wir Geld überhaupt verteilen können. Das hängt ja davon ab. Manchmal ist Fußballspielen wichtiger als erzogen werden. Das heißt, wir können keine Gesellschaft designen im Lichte von Werten. Also Erzieher sind mehr wert als Fußballspieler. Der Witz der Gerechtigkeit ist ja, dass niemand mehr wert ist als irgendwer anders, sondern dass jeder aufgrund der Menschenwürde, die ihm zukommt, denselben Rang haben sollte in der menschlichen Gesellschaft. Das heißt, deswegen brauchen wir eine Einkommenskurve, die gerecht ist und nicht die Vorstellung, dass einige Menschen oder was einige Menschen tun, an sich mehr wert ist als das, was andere Menschen tun. Das heißt, Erzieherinnen dürfen sich freuen, in 50 Jahren sind sie vielleicht besser bezahlt. Das hängt davon ab, ob wir eine gerechtere Gesellschaft sein werden in 50 Jahren oder eine ungerechtere. Automatisch läuft in der Geschichte leider gar nichts.